Also, ich bin keine geborene Bäuerin. Wir haben daheim keine Landwirtschaft gehabt. Aber ich wollte schon immer einen Bauernhof haben. Und ja, habe ich meinen Mann kennengelernt. Und als Vorzug finde ich es, als Bäuerin sozusagen, man hat eine Zeiteinteilung, die was man sich selber sozusagen einteilen kann. Es ist ein fordernder Job, aber er ist sehr schön. Die Kinder in der Schule erzählen immer, ich habe ganz viele Berufe. Ich bin Tierärztin, ich bin Gärtnerin, ich bin Mutter. Ich bin aber eben eine Bäuerin, die was im Stall ausmisst und die Viecher betreut. Und das sozusagen taugt die Kinder immer. Und ja, mir taugt es auch, weil ich einfach in der Natur bin und einfach jeden Tag sozusagen aufs Neue was Neues erfahren darf und erleben darf und man meinen Tag jeden Tag neu gestalten kann. Als Bäuerin bzw. als Gemeindebäuerin und Gemeinderätin habe ich schon den Vorteil, dass ich einfach gewisse Gremien anschauen kann, dass man mich gehört, dass mir gehört wird. Und ich kann auch sozusagen, wir haben eine Broschüre rausgeben, was wir von Leuten und Umgebung für Bauern haben, die was eigentlich regionale Produkte verkaufen. Beziehungsweise viele Leute kommen auf mich zu und sagen, hey, wo kriege ich das? Und da kann ich den Leuten schon helfen. Das ist einfach ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, wo meine Produkte herkommen und dass ich den Leuten einfach was Gutes vermitteln kann. Und Lebensmittel sind für uns alle wichtig. Und wenn es von der Region kommen, umso besser. Also wir haben den Vermarktungszweig Syria Beef und ich bin mir sicher, dass meinen Viechern gut geht. Und sie können immer ausgehen. Sie sind im Sommer auf Urlaub, da sind sie auf der Alm. Und im Winter sind sie daheim und fressen eigentlich unser Gras, was wir im Sommer mähen, also unser Silo und unser Heu. Und wir haben auch überhaupt keine Probleme mit Krankheiten und so, weil einfach unsere Viecher immer draußen sind und sehr widerstandsfähig sind und ich einfach stolz auf meine Tiere bin und auf mein Produkt.